Ja, hallo, herzlich willkommen zum Tarot Adventskalender. Tag Nummer 23. Ja, kurz vor Ende der Reise. Da bin ich gespannt, ob uns die Karte nochmal so richtig auf die Reise schickt oder ob wir heute schon so langsam ausklingen lassen können. Ja, die Tagesenergie, die wir heute nutzen können am 23. Dezember. Was haben wir da? Guck einmal an. Also ich möchte jetzt hier nochmal zeigen, es sind auch andere Karten da. Es sind nicht nur Stäbe. Also die Häufung der Stabkarten ist schon fantastisch, oder? Also von daher die Gesamtreise, ja, passend eben zu dieser Zeit, wo wir mehr Licht brauchen. Ich habe heute mal den Grundton Gelb angezogen, um auch ein bisschen mehr Licht hinauszusenden. Wenn dich das also im Moment blendet, dann konzentriere dich mehr auf das Rote hier. Ja, die Sieben der Stäbe. Die Sieben der Stäbe heißt, da kämpft man heute mit irgendetwas. Und ja, das kann natürlich sein, wenn man so ja, auf dem allerletzten Drücker die Dinge versucht zu regeln, vielleicht noch Geschenke kauft oder dann jetzt eben ja, sich ins Gewühl begibt, in die Supermärkte, um entsprechend ja, fürs Essen zu sorgen. Und ich habe ja manchmal den Eindruck, dass Menschen gerade so vor Feiertagen einkaufen, als wenn es also jetzt 4 Wochen nichts mehr einzukaufen gäbe. Aber gut, das kann ja auch jeder so machen, wie er möchte. Aber diese Karte zeigt mir eben, okay, heute ist noch mal richtig wirklich etwas mehr Auseinandersetzung eventuell da. Ich bin da alleine im Kampf, vielleicht mit anderen, sei es jetzt im Beruf, sei es jetzt ja, dass ich auf einfach verschiedenen Fronten da kämpfen muss. Und da möchte ich dich bitten, dass du trotz allem vorsichtig bist und auf dich achtest. Denn das sagt auch eben die Karte. Die sagt zum einen eben, ja, es ist nicht verkehrt, den Kampf aufzunehmen, für seine Dinge einzustehen, aber eben auch behutsam zu sein mit sich und klar zu haben, okay, ich habe einen Stab und da sind 6 gegen mich. Und macht das so viel Sinn, in den Kampf zu gehen? Das darfst du dich natürlich heute auch immer mal wieder fragen, wenn irgendwelche Konflikte heute auftauchen. Also heute ist noch mal so ein bisschen wirklich Gewühl angesagt und ja, das passt ja auch zu dem Termin. Wenn du sagst, du möchtest gerne noch ein bisschen persönlicher diese Karte erfahren oder eine andere Karte, ein Thema, was dich bewegt, dann können wir das gerne machen. Geh auf meine Homepage miracora.de. Da ist die E-Mail kostenlose 15 Minuten nochmal aufgeschrieben und dann nimm mit mir Kontakt auf und wir machen gerne eine kleine Session zusammen, wo wir zum Beispiel über WhatsApp-Video dann zusammenkommen, wo du dann sehen kannst, auch ganz original, welche Karte ich ziehe. Such da keine raus oder sonstiges. Das wäre Blödsinn, weil es gibt da immer wieder Karten, die genau passen und deshalb vertraue ich da so auch drauf, weil ich da ja eben bisher immer sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe. Und ja, deshalb meine Bitte an dich, nimm gerne mit mir Kontakt auf. Es ist kostenlos, und dann hast du ja nichts zu verlieren. Aber
Vielleicht ist heute auch nicht der richtige Tag, weil heute viel Gewusel ist. Und dann nimm dir lieber Zeit, vielleicht zwischen den Feiertagen, dass wir dann einfach mal zusammenkommen. Ja, vielleicht auch schon gesagt, falls du es verpassen solltest, morgen ist ja das Finale und danach geht es los und dann wird es das Video ein bisschen später geben, wo ich dann Vorhersagen so genereller Art mache für jeden Monat des nächsten Jahres. Ich lehne mich da ein bisschen aus dem Fenster, mal schauen, was dabei rauskommt. Jeweils eine Extrakarte für den Bereich Liebe, Gesundheit und Beruf, Finanzen. Und von daher, ja, kann das sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich bin selber gespannt, was da wieder rauskommt. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir aber erst einmal heute, dass du gut durch den Tag kommst und dass du gut auf dich achtest. Danke dir.